Wenn du im Wald unterwegs bist und genau das hier bei einem umgefallenen Baum siehst, ja, dann darfst du auf keinen Fall vorbeigehen, sondern solltest, ja, diesen Bast unbedingt mitnehmen. Wenn dich meine drei Anwendungsbereiche für Baumbast interessieren, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rostam vom Survival Shop Überlebenskurs, schön, dass du dabei bist. Ich kriege ja immer wieder die Anfrage rein, ich zeige ein bisschen was Praktisches her und das hat jetzt gerade gepasst und haben mir gedacht, machen wir das. Und zwar, ich habe jetzt hier diesen Bast gewonnen. Das ist Bast von einer Linde. Es gibt viele andere Bäume, die du auch nutzen kannst, um diesen Bast zu gewinnen. Ja, dazu aber später. Ich habe den gleich geerntet, das war ein umgefallener Baum. Ich habe ja schon vor langer Zeit am René Rostam Survival Kanal mal ein kurzes Video gemacht, warum umgefallene Bäume immer meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, warum? Ja, weil das eine wunderbare Ressource für unterschiedlichste Dinge sind und zum Beispiel, wenn es der richtige Baum ist, wie zum Beispiel eben diese Linde, dann auch hier der Bast. Die Linde wird auch Schnurbaum genannt. Sie ist sicherlich nicht die einzige, es gibt ein paar andere auch. Es gibt auch eine, die ich sehr, sehr gerne habe, wenn es um das Thema Feuerbohren geht, wenn man da eine sehr, sehr schnelle Schnur improvisieren kann. Dazu braucht es aber eine andere Schnur, aber sei es drum. Fangen wir mal damit an. Du kannst diesen Bast hier zum Schnurdrehen verwenden. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts Gekauftes oder sowas, sondern das ist direkt aus der Natur. Ich mache jetzt auf die Schnelle einfach mal so eine kleine Schnur. Die ist sicherlich nicht perfekt und die braucht auch einiges an Liebe, braucht einiges an ja, Aufmerksamkeit, damit sie zum Beispiel zum Feuerbohren geeignet ist. Jetzt wirst du dich fragen, wozu brauche ich überhaupt Feuerbohren? Ich meine, das ist ja alles Pipifax, das ist ja alles, ich habe immer ein Feuerzeug, meinen Feuerstahl mit dabei und das ist natürlich alles richtig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Feuerbohren unbedingt braucht, um perfekte Survival-Skills zu haben und ein perfekter Survivalist, was auch immer das bedeutet, zu sein. Aber es ist schon etwas, wenn du weißt, dass du durch die Reibung von Hölzern ja, draußen in unterschiedlichsten Situationen Feuer machen kannst, ohne Technik, dann ist das erstens mal wow, klar. Und deine Aufmerksamkeit, was Ressourcen draußen betrifft, ja, was die Ressourcen in der Natur betrifft, werden ganz einfach auf ein anderes Level kommen. Und umso mehr du kannst und umso mehr du weißt, umso weniger wirst du in Überlebenssituationen kommen. Und wenn du in einer bist, wirst du die richtigen Entscheidungen besser treffen können, als wenn du nur vor ja, dem Fernseher sitzt und da denkst, pff, scheiß drauf, ich habe eh mein Feuerzeug. Das ist meine Meinung, du kannst das anders sehen, schreib mir dazu bitte einen Kommentar. Ich habe da immer wieder ganz hitzige Diskussionen in dem Zusammenhang, aber so sehe ich das ganz einfach. Also Feuerbohren ist nicht zwingend notwendig, aber es ist nett, wenn man es kann. So, während ich jetzt geplaudert habe, habe ich jetzt diese Schnur hier für dich runtergedreht, ja, zum Anschauen. Ja. Die hat dann auch hier dann schon so eine kleine Lasche zum Einhängen, die wäre noch zu dünn, da müsste man noch einiges tun und wenn es um Feuerbohren geht, da müsste man jetzt ganz fein nacharbeiten und diese Teile, die da abstehen, ja, das war, als ich die Schnur angestückelt habe, die muss man abschneiden, das muss ganz fein sein. Denn wenn du das nicht hast, wenn es nicht so fein ist, dann gibt es ein Problem, dort scheuert die Schnur beim Feuerbohren und wird reißen. So. Jetzt ist das vielleicht Information, wo du sagst, irgendwie hat mich das gar nicht interessiert. Naja, eine Schnur herstellen draußen mit natürlichem Material von einer Linde, die umgefallen ist, ist doch eine coole Sache. Das ist eine dieser Ressourcen, ja, die du hier nutzen kannst. Die Schnur muss ja nicht zum Feuerbohren sein. Es gibt ja viele andere, ich sag jetzt mal, Einsatzgebiete, wo man das verwenden kann. Ne? Es ist ja nicht so, Schnur ist ja immer wieder eine coole Sache. Und wenn du das kannst, wenn du das ein bisschen geübt hast und wenn du weißt, worum es dabei geht, kannst du sehr rasch und sehr effektiv eine schöne Schnur machen. So, das war Punkt A. Punkt B, zweite Ressource, die ich dir zeigen will von vielen, ist, dass du dieses Material hier jetzt hernehmen kannst, ja, in einer echten Überlebenssituation meine ich, hernehmen kannst, auseinandernehmen kannst. Dann nimmst du es. Du kannst damit übrigens auch eine schnelle Schnur, wenn du schnell etwas brauchst, machen. Das ist echt fett. Nicht so schön wie die hier und nicht so effektiv, aber das geht so. Und jetzt gehst du her. Ich hoffe, du siehst, wie das alles hier herumfliegt. Ja? Da fliegen ganz kleine, feine Teile raus. Jetzt nimmst du es und führst es so aneinander, reibst es und reibst gleichzeitig deine Hände und drehst. Und dadurch passiert Folgendes.
Die Schnur ist keine Schnur mehr, also das Material ist kein Material mehr, das Cambium ist kein Material mehr, sondern du machst hier ganz feine kleine Aufrisse. Und die sind dann dafür nötig, um zum Beispiel mit dem Feuerstahl anzuzünden, wenn es sein muss, oder wenn du Glut produzierst zum Beispiel, weil du Feuer bohrst, weil du weißt, Lindenholz wäre dafür übrigens sehr gut geeignet, kannst du dann das zum Anblasen verwenden. Schau mal her, da wo die Stellen sind, wo ich es aneinander gerieben und gerissen habe, wie fein das ist. Ja? Und genau das ist es. Das ist es, was du zum Zunder machen verwenden willst. Es gibt viele andere Bäume, die das können, aber die Linde natürlich auch. Also schau ein bisschen, wenn du jetzt draußen bist, ob ein umgefallener Baum, ob da irgendetwas zur Verfügung steht. Das ist eine Ressource. Und dann die dritte und letzte Ressource bei zum Beispiel diesem Baum ist, dass man die Rinde abziehen kann und darunter sind viele kleine Insekten. Und die sind essbar. Jetzt wirst du sagen, solange ich einen Supermarkt habe, werde ich sicherlich keine Insekten essen. Nein, ich bin ja kein Schwein. Das musst du entscheiden, ob du ein Schwein bist. Ich kenne dich ja nicht. Aber eines kann ich da sagen. Darunter sind immer wieder kleine Larven. Es sind Asseln, die du auch übrigens roh essen kannst, zu finden. Es sind auch 1000, also so 100 Füßler drinnen. Die lassen wir lieber. Die sind leider ein bisschen unangenehmer, aber sonst ist das alles eine sehr, sehr feine Sache. Das heißt, diese Ressourcen, die du da nutzen kannst, die sind enorm. Und ich mag da noch einen vierten Tipp geben. Es heißt ja immer wieder, weil wir gerade beim Essen sind, und das ist meine Lieblingsbeschäftigung, neben ein paar anderen Dingen, aber Essen gehört dazu. Man hört immer wieder, dass das Cambium, das hier jetzt zum Beispiel, oder besser gesagt der Bast, ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber egal, dass man jetzt mal dass man das verwenden kann von der Birke und von vielen anderen Pflanzen und das angeblich die nordamerikanischen Indianer in Winternotzeiten das als Nahrungsersatz verwendet haben. Und das mag alles stimmen. Ich war nicht dabei, ich glaube das aber sehr gut, sehr gern, weil, weißt du, es gibt eine andere Geschichte aus Europa, die wir wirklich wissen, weil es aufgeschrieben wurde, dass in dem Jahr ohne Sommer, ja, vielleicht sagt ihr das was, das Jahr ohne Sommer, durch Vulkanausbruch, ja, gab es ganz einfach, wurde die Sonne etwas verdunkelt. Ja, schau dir das an, ja, das ist keine Verschwörungstheorie oder so. Und dadurch gab es Wetteranomalien, massive Wetteranomalien. Und es ist dazu gekommen, dass eben hier in Mitteleuropa, in den Alpen, ein Jahr ohne Sommer war. Und es zu massiven Missernten gekommen ist, einige Jahre zusammen. Und da mussten, und da gibt es schriftliche Überlieferungen, dass die Kinder zum Beispiel in der Schweiz auf die Wiese gegangen sind und wie Kühe Gras gefressen haben oder auch Gras ausgekocht wurde, weil einfach nichts mehr da war. So, und jetzt frage ich dich was, wenn wir Menschen Gras fressen könnten, also fressen, essen könnten und daraus auch wirklich nachhaltig Nährstoffe bekommen könnten, dann hätten wir ein Ernährungsproblem weniger oder man könnte extrem billig leben, ne? Für die Minimalisten da draußen. Ich kann ganz billig leben. Ich gehe auf die Wiese und schneide mir das ab wie eine Kuh und koche das und ist das. Ja? So einfach geht es nicht, weil unser Körper, unsere Verdauung nicht dafür gemacht ist, aus dem Gras Energie rauszuholen. Vielleicht sind da Vitalstoffe drinnen, alles gut, aber keine Kalorien. So, es geht nicht. Das wird dir wahrscheinlich einleuchten. Jetzt frage ich dich, was glaubst du wirklich ernsthaft, dass du aus Cambium oder aus Bast gekochte Nudeln, wenn du die isst, man kann das essen, schmeckt auch noch nichts, ist, ja? Und der Punkt ist, glaubst du, dass die Sonnenenergie, die da drin gespeichert ist, der Zucker, der hier gespeichert ist, schon Zucker, ja? Dass ich den in meiner Wampe umwandeln kann in Fett? Nein, da brauche ich was anderes dazu. Ich weiß, dass ich was anderes dazu brauche. Ja? Funktioniert bei mir sehr gut, das Fett anlagern. Aber der Punkt dabei ist, das funktioniert nicht. Ich glaube es aber trotzdem, dass es die nordamerikanischen Indianer gemacht haben. In Winterszeiten, so wie es überliefert wurde, da gab es nichts anderes, um den Magen zu füllen. Um zumindest ein bisschen dieses Hungergefühl und dieses, ich kann mir helfen in einer Notsituation, in den Griff zu bekommen. Das ist der Hintergrund, nicht mehr und nicht weniger. Aber eine Lösung ist es nicht. Aber zum Füllen ja. Und wir wissen auch, dass Bast, Lindenbast zum Beispiel, aber viele andere Bastarten, auch genommen wurden, getrocknet, zerrieben wurden und dem Mehl, dem Getreidemehl, Weizenmehl oder was auch immer zur Verfügung stand, beigemischt wurde, um den Mehlvorrat zu strecken. Ja, auch das gibt es, auch das ist klar. Aber das ist keine hundertprozentige Lösung, aber es ist eine Anwendung.
Und damit auch das einmal besprochen ist, wollte ich dir das mit dir teilen. So, das war's jetzt. Einmal ein anderes Video, weil mich ja die Leute immer wieder fragen, Rainer, erzähl uns ein bisschen was dazu. Nicht nur immer Ausrüstung, sondern mal was anderes. Und da mag ich dich jetzt um einen Daumen nach oben bitten, wenn du öfter sowas sehen willst. Einen Kommentar, wenn du so etwas öfter sehen willst. Wenn ich öfter irgendwelche Tricks herzeigen soll und das erklären soll, wenn du auch das von mir wissen willst, dann mache ich das gerne. Und wenn du mir jetzt schreibst, na Alter, ich will nur Ausrüstung, Taschen, Brillen, alles, ja, ist das auch okay. Es ist eine kleine Umfrage, gib doch da oben den Link. Ja. Stimm da ab, ob du sowas öfter sehen willst oder nicht, das wäre sehr, sehr nett. Und eins noch, wenn dich solche Dinge interessieren und du wirklich wissen willst, wie die Sachen laufen da draußen und von meinem Wissen und von meiner Erfahrung profitieren willst, dann schau unten beim Survival Mentor vorbei. Das ist mein Online-Coaching, wo ich dir ganz genau zeige, worauf es beim Überleben in der Natur und in Extremsituationen ankommt. Wenn dir das interessiert, sei dabei. Ich sage danke fürs Dabeisein. Ein Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Kommentar schreiben bitte nicht vergessen und abstimmen nicht vergessen. Link zum Survival Mentor findest du unten. Hab mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.